So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Saints Row 4 Together. Hallo. Let's play, schlag together den Mike mit einem Tentakelschläger und er rennt weg. Ja. Ja, wie gesagt, ne, das möchte ich nicht. Finde ich nicht nett von dir, deswegen renne ich weg. Ja, also ich. Mach ich immer so. Ich habe überlegt, wir können jetzt erstmal shoppen gehen, ein paar neue Klamotten. Hältst du davon? Shoppen. Ich mag shoppen, okay. Ja, du trinkst gerne shoppen. Ich komm zu dir, ja, das auch. Nee, ich muss erst mal gucken, wo wollen wir denn einkaufen gehen? Ich box dir so in den Bauch. Ich weiß nicht. Gehen wir zu Planet Sin. Da gibt's eigentlich ganz gute Sachen. Aua. Lol. Aua. Hat gefunktioniert. Aua. Kannst ja gar nix. Aua. Warum macht er dann eigentlich immer hat? Finde ich gar nicht so nett. So hat. Aua. Oh, ich bin fast tot. Ich gehe mal lieber einkaufen. Ich bin auch tot. Also fast. Ich glaube, ich bin noch toter als du. Man kann nicht. Ja, vielleicht. Also bei mir blinkt's schon und alles. Und ja, bei mir auch. Jetzt füllt sich's wieder auf. Okay, gut. Ja, weil wir keine. So gut wie keine Bekannte. Hier hin? Okay, gehen wir mal hier rein. Dann mache ich die Tür wieder zu. Oder auch nicht, okay. Was haben wir denn da? Kopf, komm mal ein bisschen Kopf. Weiter nach drinne. Warte kurz. Wo stehst denn du so? Da stehst du so. Ich glaube, Sonnenbrille behalten wir die wir haben. Die ist cool. Oh. Ich würde sagen, du hast schon wieder irgendwen angegriffen. Nö. Ja, ich mache uns mal die Bekanntheit weg, sonst können wir hier nicht gescheit einkaufen. Ich habe niemanden angegriffen. Nur einen Jungen. Warum haben wir da auf einmal? Haben wir da auf einmal drei Balken? Weiß ich nicht. Ich kann auch nichts dafür, dass der das nicht versteht, dass du das bist. Ja. Sag ich hab nur dich angegriffen. Oh lol. Jetzt kein Messer. Ich mache niemandem Schaden. Ich würde doch nie jemandem Schaden machen. Wie käme ich denn dazu? Dürre if. Lol, ich klebe unter der Decke, interessant. Obey. Okay. Und was kaufst du dir so? Ich glaube, ich ziehe mir jetzt mal einen Rock an. So was gibt. Ich glaube, ich ziehe mir auch mal einen Rock an. Ach, da habe ich mir schon was Neues geholt, das kann ich so lassen. Ne, BH brauche ich glaube ich nicht. Ein Rucksack? Nee. Und mir keinen. Schuhe. Ziehen wir uns doch mal andere Schuhe an. Partyschuhe. Man hat 30 für den Rock, ey, das Ganze. Präsidentenschuhe. Ne, ich glaube, ich nehme einfach hier unten irgendwelche, die da. Die sehen auch ganz gut aus. Hauptfarbe machen wir mal. Keine Ahnung, was nehmen wir da? So ein Braun vielleicht, Zweitfarbe vielleicht ein helleres Braun, keine Ahnung. So. Und da dann vielleicht so ein lila. Unterwäsche. Perfekt. Keine Unterwäsche. Kaufst du extra Unterwäsche? Warum kaufst du extra Unterwäsche? Weil man dafür Erfahrung kriegt. Keine Unterwäsche, lol. Und da kommt wieder meine Mutter. Mikrofon muted. Ja, dann mache ich jetzt hier was in der Zeit so ein bisschen Alleinunterhaltung. Was für Papier? Oh, die sehen gut aus. Die will ich haben. Papierschreckohrringe. Dann können wir zwar nicht mit dem Nightblade kämpfen, aber... Ja. What the f... Hm. Okay. Sind die wieder der Meinung? Ah, ihr seid einkaufen. Ja, ist in Ordnung. Und, dürft ihr nicht. Nee, verboten. Wir müssen euch jetzt angreifen. Aber ich sage, nö, ich will einkaufen. Ich bin eine Frau, ja, ich muss was tun. Ja, gut. Okay, aber das ist jetzt die Aussage, dass ich eine Frau bin, ist so. Nervst. Naja. Ihr versteht das schon, ich das meine. Ja. Nacht. Hoffe ich mal, also, dass man das richtig versteht und nicht falsch. Ja. Und hoffentlich ist meine Mutter wieder weg. Ja. Denn ich bin ja eine Frau, wie Mike weiß. Ja. Eigentlich bist du das. Das ist richtig. Ein Sit-Anzug? Der sieht doch geil aus. Was ist ein Sit-Anzug? Ja. Ich könnte ja auch so... Oh. Komm schon.
Warum greift er uns denn an? Das kann doch nicht sein. Ja, dadurch, dass du sie angreifst, wird es aber nicht besser. Ja, ich will aber nicht selber angegriffen werden. Was machst du denn dagegen? Einfach weiter einkaufen oder wie und getötet werden? Nö, das Ding fangen. Das ist aber zu weit weg. Hier dieses Handtouch oder so. Handtuch. Ach so. Ich habe da noch ein O gelesen oder so. Da war kein O. Egal. Oh. Nein. Abbruch. Nein, kein Rucksack. Handschmuck. Gucken wir doch mal Piercings. Ich glaube, Ringe hatten wir ja schon. Jo, das war's ja. Oh, neuen Look, ein bisschen. Bisschen anders. Was hast du denn für Handschmuck genommen? Was hab ich? Hände. Ja. Ich hab schon ein paar Ringe, kleine. Oha. Ich glaube, ich nehme mir so Fingernägel. Hol dir mal einen Rucksack. Nee. Da wollen wir jetzt gleich noch ein paar Tattoos holen? Oder wollen wir erstmal wieder ein paar Aufträge machen? Mir ist das egal. Ich lasse mich einfach so. Sieht doch ganz in Ordnung aus. Ja. Mike, komm mal her zu mir. Ich bin auf dem Weg. Hör mal einen neuen Look an. Over the way. Hallo. Dankeschön. Neue Schuhe anglotzen. Dann komm hier hoch. Nee, nicht da runter, sondern hier hoch. Oder soll ich lieber zu dir kommen? Nein, ich schaff das. Sieht man. Guck mal, die Schuhe passen so gut zu dem Outfit, ne? Total, ey. Ja, ich würde sagen, ungefähr aus wie eine Lehrerin bei uns. Die hat auch immer so einen roten Rock, eine grüne Strumpfhose und ein lila Oberteil an. Ja, ich bin dafür, wir machen jetzt mal hier den Hotspot zu. Okay. Tabulator. Was? Ja, da steht, drücke Tabulator, um bei dieser Mission mitzudingsten oder so. Ja, der labert gerade bei mir so ein bisschen. Ja, bei mir jetzt auch. Das ist wieder das, wo wir diese verschiedenen machen müssen da. Ach so, okay. Die Generatoren. Ich hol erstmal da die Datensammlung, warte kurz. Wo waren das nochmal? Auf F3, ne? Was? Stampfer. Komm. Ja, genau. Und da ist noch eine Datensammlung. Holen wir uns die auch nochmal. Eins habe ich gleich. Ah, Mann. Oh. Ich lasse mich hier kurz totschießen. Warum? Ich weiß nicht, Leute. Ich bin wirklich schon tot. Was war denn das für eine Kacke? Ich sollte, glaube ich, mehr aufpassen. Jonas, kannst mich ja mal wiederbelegen. Komm gerade zu dir. Wir sollten das zusammen machen. Einer bis... Wow, jetzt bin ich da runtergefallen. Nee, eigentlich ist es ja kein Problem. Ich dachte halt so, ja, ich mache hier so ein bisschen mit, Nee, wir sollten das wirklich zusammen machen, weil die hier irgendwie ziemlich heftig sind gerade. Ich weiß nicht, ob die im Multiplayer schwerer sind. Keine Ahnung, aber wir haben es ja schon... Ja, danke schön. Danke, seit Yumi anzünden und so. Ach du, ich habe dich mit angezündet. Jo. Mike? Hm? Ich lieg hier rum. Achso, du liegst da rum? Ich dachte, du... Das sah bei mir so aus, als würdest du das gerade dingsten. Nö, das steht da unten mit deinem Begleiter wieder. Das steht da ganz groß. Ja, aber du hattest gerade deine Hand da so an dem Generator dran, als würdest du den gerade machen und so. Ach so, ja. Deswegen. Na, wunderst du nicht, dass ich dafür auf dem Boden rumliege? Nee, du lagst ja nicht daneben. Du hast ja so komisch da dran geklebt. Als würdest du das gerade machen. Dritten kannst du dann machen. Okay. Dann mache ich das. Ich finische die nur kurz wieder. Warum kann ich die nicht finishen? Jetzt falle ich runter, weil ich die nicht finishen kann. Weil die scheiße sind oder so. Haben die ein Schild oder so? Nö. Eigentlich mach gerade hier diese. Ja, warum habe ich denn meine Waffe wieder weggepackt? Das ist ja auch dumm, seine Waffe wieder wegzupacken. Wo bist du überhaupt?
Das war irgendwie knapp. Ich bin fast runtergefallen. Ich bin hier drüben bei dem anderen Teil. Ach, da ist das. Ich habe das nicht gesehen. Ja, ich mach dich, deaktiviere den hier nur. Aua. So. Treffen muss gelernt sein und so. Und jetzt kommen wir hier in die Mitte. In the middle of our street. Oh. Achtung, die explodieren, wenn sie sterben. Mhm. Ich weiß. Ich will das auch. So. Klau mal hier den Geschütz da. Ich mach das einfach schon mal kaputt und so. Ende. Okay. So einfach geht das. That was easy. That was easy. Was machst denn du da hinten? Eigentlich wollte ich den hier. Ach nee, dann war das wer anders. Der da. Hotspot. Ey, der brennt nicht. Warum brennt der nicht? Ich will, dass der brennt. Hast du das richtige Element ausgewählt? Ja. Sonst würde der ja keine Feuerkugeln schießen. Okay, ne, würde nicht. Das müssen wir hier machen. Ach, Virus hochladen. Wo bist du denn schon wieder? Da, wo wir hin müssen. Oh ja, ja, hier kann ich dich eigentlich auch mit anzünden. Wäre ja lustig, wenn wir uns gegenseitig anzünden könnten und wir dann gegenseitig so explodieren würden und so. Ne, das wäre nicht lustig. Pop. Also ich fände das, glaube ich, schon recht lustig. Der explodiert gleich, warte. Also bei mir brennen die irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Du musst da gescheit treffen, dann brennen die auch. Der brennt jetzt. Explodiert der jetzt auch? Ne, irgendwie ist der nicht explodiert. Ne, der explodiert doch nur, wenn er wirklich stirbt. Ja, aber warum stirbt er nicht? Leute, hier sind ja auch noch Leute. Gut zu wissen. Na komm schon, gehen da oben noch tot. Wir könnten die ja eigentlich auch alle wegtelechinesen. Ja, aber dadurch sterben die so schlecht. Manchmal überleben die das, dann musst du die überall suchen, das ist das Problem. Okay, das stimmt, das ist kacke. Leute, was ist denn das für eine? Ey, danke schön. Ist er jetzt schon tot? Ja. Okay. Schwupps. Und dann hier noch ein bisschen was aufsammeln. Ach nee, habe ich schon. Voll und so. Oh, Treffen muss gelernt sein, ne? Was macht denn der da oben? Ach, fliegst du da oben rum? Ach, du bist das, okay. Gut zu wissen. Ja, ich habe mir gedacht, das Ding steht da so rum, dann kann ich das mal nehmen. Ja. Klingt logisch. Oh, ist schon geschafft? Okay, gut. Wo geht's jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Los. Hier ist ein Hotspot. Ja, lass uns die mal kurz machen. Eine Garage hacken. Nur so, dass da oben war immer noch ich. Hm, ich weiß, ich habe ja auch nicht auf dich geschossen. Geschissen und so. Oh, okay. Wieder hacken hier. Jetzt brenne ich. Okay, gut. Ja, du brennst, wenn wir anders. Das ist, wenn dich irgendwie so ein Gegner anzündet. Ja, ich weiß. Ich bin gerade durch Feuer gelaufen, deswegen habe ich gebrannt. Was ist los? Ich bin über die Datensammlung geflogen. Und deswegen ist das Aua. Ja, weiß auch nicht, warum ich Aua sage. Das ist ein Portal, warum ist da ein Portal? Lol. Okay. Mike, soll ich jetzt schon hacken oder nicht? Ich bin schon drinne. Also du kannst auch hacken. Ich bin auch schon drinne. Und ich werde gerade, glaube ich, getötet oder so. Kann das sein? Ja, ich auch. So halb. Na, ich sagte, der soll da so einen Teil hinten machen. Mein Gott, das war falsch rum. Okay. Hacken gescheitert. Oh, ich bin tot. Also, fast tot. So. Ich bin tot.
Aua. Wir sind beide tot. Geil. Okay, wir sollten wahrscheinlich nicht hacken, währenddessen wir angegriffen werden. Das ist eventuell nicht eine so gute Idee. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also Jonas, deine Idee war nicht so gut. Haha. Du bist schuld. Meine Idee, was habe ich denn gesagt? Vorhin, als wir im Shop standen, hast du gesagt, ja, mir doch egal, wenn die mich angreifen. Ja, beim Einkaufen. Ja, das ist ja wohl beim Hacken genau das Gleiche. Einkaufen ist genauso ungefährlich wie Hacken. Ja, weil es ja auch ungefähr gleich bestraft wird, so im Real Life, ne? Ja, klar. Tür öffnen. Tür öffnen. Ist doch schon gehackt, oder nicht? Ich kann die Tür auf jeden Fall schon öffnen. Ja, aber dass du die Tür öffnen kannst, heißt nicht, dass es schon gehackt ist. Schade. Hä, wo muss man denn hier lang? Also ich hab's geschafft. Ja, ich weiß nur gerade nicht, wo man hier lang muss. Vielleicht jetzt hier nach unten und danach da. Nee, da muss ich wieder nach oben. Hä, what the fuck? So, jetzt habe ich es auch geschafft. Gut. Okay. Wir müssen jetzt hier so einen Ruheherd machen. Okay. Ich laufe dir einfach schon mal hinterher, weil ich noch nicht sehe, wo der ist. So, jetzt sehe ich den. Gut. Ich habe mal so ein bisschen Zündel-Zündel gemacht. Ich eigentlich auch und alle sind schon fast tot. Das ist gut. Die Attacke ist geil. Ja. Wow. Geht das auch mit Passanten? Ja. Cool. Was passiert, wenn ich mich da drauf stelle und die explodieren? Hä, warum explodieren die bei mir nicht? Hast du das schon, Ja, das haben wir doch letztes Mal zusammen gekauft. Stimmt. Lass uns jetzt erstmal was machen, dass wir nicht unbedingt aufs Schiff müssen, würde ich sagen. Ja, warte mal kurz. Ich will mich mal kurz hier oben hinstellen oder so und dann mal kurz gucken, ob ich mir das wirklich gekauft habe oder ob das weggebuggt ist oder so. Ich habe jetzt mal die Primäraufgabe angenommen, die nächste schon mal. Wo ist denn das? Bei Blast und dann Upgrades? Ja. Muss mal gucken, wo. Explosion, genau. Explosive Tode. Ja. Ja. Habe ich eigentlich gekauft. Aber warum funktioniert das nicht? Kann ich mir Bargeld abholen? Ja, egal. Machen wir erstmal die Aufgabe. Ja, hast du die jetzt mit angenommen, die primäre? Also ich habe einfach die angenommen, die du angenommen hast. Ja, genau. Obwohl, bevor wir mit der primären weitermachen, könnten wir auch erstmal wieder einen Cut machen. Weil wir nehmen schon wieder 18 Minuten auf. Ja, stimmt. Ja, sollten wir mal machen. Okay. Dann bleibe ich jetzt einfach hier stehen. Hallo? Jetzt bist du glücklich, ne? Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge Let's Play Together Saints Row 4. Weiter geht es dann nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge. Bis dahin könnt ihr auch gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Dort gibt es nämlich auch noch andere Projekte, die euch interessieren könnten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! I'm gonna go get some more.